So, please welcome Urs Vögeli, no? He's hopefully here. Ich hoffe, er übernimmt jetzt endlich das Mikrofon, damit jemand etwas Gescheites sagt noch heute Abend hier. Gut, so. Joe Urs. Ich würde dir gerne die Hand geben, aber ich gebe dir nur den Fuß. Du hast es nicht verdient. Nee, Quatsch. Ja. So. Oh! Salut. Salut. Andreas Scherer. Willkommen zum Interview. Ich erlebe dich eigentlich im musikalischen und textlichen Ausdruck nachdenklicher als auch schon. Aha. Das täuscht mich nicht. Naja, das ist jetzt einmal eine andere Temperaturen, die wir hier auf diesem letzten Album tatsächlich gesucht haben, die auch ich gesucht habe. Und ich bin doch, oder wir sind relativ lange sehr konsequent in eine Richtung gegangen. Es hat auch tierisch Spaß gemacht. Das ist auch eine Richtung, die ich gerne weiterhin musikalisch betreiben will. Also ja, auch mal wild, intensiv etc. Aber ist auch interessant, mal andere Facetten auszuloten. Und es ist tatsächlich so, dass ich finde, ich habe jetzt da auch keine Antwort auf diese Frage, aber was zur Hölle willst du denn tun als Kulturschaffender oder als Künstler oder Musiker oder überhaupt als Mensch? Es verändert sich einfach verdammt viel. Und irgendwie die Konzepte, die wir entwickelt haben, egal in welchem Gesellschaftsbereich, in den letzten 100 Jahren, die jetzt weiter so einfach durchzuwursteln, es geht, ist alles okay, macht keinen Sinn. Ich habe jetzt die Lösung auch nicht, aber es gibt ein paar Fragen und ich finde es spannend, die zu diskutieren. Und wenn die auch Resonanz finden in Musik, wieso nicht? Finde ich sehr schön gesagt. Wenn ich mir das Konzert jetzt so gleich in Erinnerung rufe, ihr habt das ganze Album durchgespielt von A bis Z. Ist das Album auch als Konzeptalbum zu verstehen? Es ist ein schwieriger Ausdruck aus dem Progrock der 70er Jahre, ich weiß. Oder erzählst du eine Geschichte eigentlich? Naja, also erstens mal möchte ich möglichst wenig Antworten geben, weil ich finde, wenn sich jemand mit der Musik und den Texten auseinandersetzen will, also wir hoffen natürlich, dass es da ein paar Vereinzelte gibt da draußen, dann ist es eigentlich schön, wenn ihr da draußen vielleicht eure ganz eigenen Fragen und Antworten habt und wir die eben nicht liefern. Aber jetzt zu deiner konkreten Frage Konzeptalbum. Ja, ich bin natürlich mit dieser Musik aufgewachsen, also 60er, 70er Jahre, Pink Floyd, Led Zeppelin und den ganzen Kram. Und ich mag das schon, so eine Geschichte mal in längerem Bogen zu erzählen. Und konkret jetzt bei diesem Album haben wir wirklich geschaut, dass wir eigentlich auf ein Vinyl-Timing das Ganze konzipieren. Es ist nicht nur die Länge von einer Vinyl-Platte, sondern es ist auch wirklich, es hat eine A- und B-Seite. Es hat diesen einen Moment, wo die Bläser, wo Benedikt und Andreas Job nur Atemgeräusche spielen. Das ist der Anfang von der zweiten Seite, B-Side, Beginning. Und der Schluss von der A-Seite ist dort, wo ganz leise noch diese Ballade der Marco und Benedikt so leise verschwinden. Also wir haben das wirklich so konzipiert, dass quasi schon fast die Musik bringt dich dann zu diesem von der Platte, dann endest du sie und nimmst wieder den nächsten Flug. Ja, bisschen eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich mag lange Antworten auf kurze Fragen auch. Die Band gibt es seit 15 Jahren. Das war immer dieselbe Besetzung. Es gab ganz zu Beginn ein paar Änderungen. Andreas Job, den haben wir sehr teuer eingekauft nach 2-3 Jahren. Der war nicht zu Beginn schon dabei. Hat sich gelohnt, finde ich. Und dann Benedikt Reising, der kam 2010 dazu. Genau. Und das heißt jetzt seit 10 Jahren unverändert. Seit 10 Jahren unverändert. Ja. Die sind ja auch mit anderen Bands unterwegs, aber wenn du rufst, dann stehen sie bereit. Naja, es gibt schon ein riesengroßes Commitment von allen. Das ist schon so. Ich meine, auch diese ganze Musik, das ist eigentlich jetzt diese 50 Minuten, das ist ausnotierte Musik, das ist eigentlich Kammermusik, das ist nicht unbedingt Jazz. Und das auswendig zu lernen ist unglaublich nervig für die Bläser. Und das braucht ein riesen Commitment, ja. Aber es ist nicht so, dass ich rufe, sondern es ist mehr so, dass ich versuche zu rufen. Du verführst sie zu einer weiteren Runde, ja. Hildegard. Die Musik wirkt eigentlich wie ein gut getimtes Schweizer Uhrwerk. Hinkt dieser Vergleich für dich? Naja, ich kann diesen Vergleich nachvollziehen. Das ist ja lustig.
Darf es eine längere Antwort sein oder möchtest du eine kürzere? Du darfst, wir sind die Letzten, wir können die ganze okay. Nacht überholen. Geil, es kommt noch kein Wetterbericht an oder so. Wetterbericht kommt noch? Nein, Jazz-Bettmümpfeli kommt noch. Ah gut, also gut. Ja. Nee, weil das Spannende war für uns eben, weil wir als Schweizer Band, du fühlst dich ja nicht als Schweizer Band, du gehst dann irgendwann Touren, spielst im Ausland und plötzlich wirst du dort als Schweizer Band angekündigt und dann denkst du, ach so, stimmt, wir sind ja eine Schweizer Band. Das war für uns überhaupt nicht relevant. Und dann schreiben dann natürlich deutsche oder französische Journalisten oder was weiß ich, chinesische, wobei das konnte ich nie lesen, aber die Deutschen zum Beispiel haben dann geschrieben, ja, das ist halt typisch schweizerisch, diese Präzision und dann ist das auch noch so ein bisschen diese Anarchie in den Tälern, na, dort haben sie, lassen sie sich ja nicht immer so in die Karten schauen und so. Und ich glaube schon, dass das was hat. Es ist irgendwie interessant, dass wir schon dazu tendieren, Dinge sehr kleingliedrig organisieren zu wollen, in diesem Ländchen. Aber gleichzeitig hat es auch ganz viele komische Käuze hier und ich glaube, das ist eine spannende Mischung. Komische Käuze können auch aus dem Wallis kommen, da kommst du nämlich her, 1976 geboren. Mittlerweile stehst du nicht nur mit Hildegard, sondern mit ganz vielen anderen Bands auf den internationalen Bühnen. Wie ist dieser Weg gelaufen für dich, wenn du dich zurückerinnerst an die Zeitspanne? Wie kommst du aus diesem Wallis zu deiner Stimme und auf die Bühne? Das ist ja vielleicht alles schon auch angelegt, hat sich früh gezeigt. Kleine Zeitreise. Eine kleine Zeitreise. Naja, das ist halt so, aus dem Wallis muss man ja ausbrechen. Weil das ist so, aus Schaffhausen auch. Eben, übrigens. Das glaube ich schon, ja. Aber du bist wieder zurückgekommen. Ja. Kann man das so sagen? Man kann wieder zurückkehren, wenn man mal weg war. Ist das ein Einbruch oder eine Rückkehr, wenn du ausgebrochen bist? Ist dann eingebrochen? Oder? Es ist einfach eine Veränderung in meinem Lebensbogen. So. Ich würde das nicht mehr so scharfkantig formulieren. Okay. Nee, also Wallis ist natürlich eine wunderschöne Ecke, aber würde es natürlich sehr weit führen. Aber ich habe irgendwie immer sehr gerne mit der Stimme experimentiert. Ich wollte nie Sänger werden, sondern Gitarrist, Rockgitarrist mit so langen Gitarrensoli. Und das, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Ideen, die ich habe, ich sehr schnell intuitiv auf die Stimme anwenden kann und übersetzen kann. Und dann auch gemerkt, dass es experimentelle Sängerinnen und Sänger gibt im Jazz-Idiom, in der improvisierten Musik. Und das hat mich dann interessiert, immer halt die Stimme instrumental einzusetzen. Aber das Wallis, das ist dann auch lustig. Dann kommen halt oft, ist ja logisch, denken dann die Leute, ja, vielleicht hast du im Wallis gejodelt und dann aus dem Jodelchor wurde dann Jazz-Ensemble und so. Aber das war nicht unbedingt so. Also das ist ein bisschen Zufall jetzt alles. Ja, wer hat jetzt auf Tournee gewesen? Mhm. Drei Konzerte konntet ihr spielen, dann war erstmal Schluss. Stimmt, ja, genau. Schmerzt das, wenn man so eine ganze Tournee mit einem Album plant und die dann das absagen muss? Ich weiß nicht so recht. Ja, es ist beschissen, ja. Aber es war absurd. Wir haben zwei Konzerte gespielt. Drei Konzerte. Aber von der Tour zwei Konzerte. Und das Schöne war, wir konnten noch zwei Gigs spielen und das erste Konzert war ziemlich mittelmäßig, weil wir einfach noch so überfordert waren mit all den Noten. Dann beim zweiten Konzert haben wir gemerkt, doch, das wird irgendwann funktionieren, so in 3-4 Jahren, wenn wir das weiterhin spielen. Und das war schon gut, zu merken, hey, das Material trägt, das hat ein Potenzial. Das dürfen wir noch erreichen, diesen Punkt. Aber ja, ich meine, was nützt es jetzt rumzujammern? Die Situation ist, wie sie ist. Aber natürlich schmerzt es. Etwas, was mich besonders schmerzt, ist, dass dieses Material, das ist jetzt ganz persönlich, für mich ist es sehr aktuell, das ist Material 2020. Und das ist nicht 2021, das weiß ich schon. Okay. Aber das wird es werden musikalisch, weil wir das nächstes Jahr spielen. Aber ich habe eigentlich noch nie so ein Programm gemacht, das dermaßen für mich persönlich mit der Zeit verbunden war. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade. Aber vielleicht ist es dann auch einfach so, ab und zu schaut man, was weiß ich, schaut man ein bisschen, ja, früher war mal das und jenes, ah ja, stimmt, jetzt bin ich, ja, heute hat es aber wieder jenes und dieses und dann kann es auch interessant sein. Genau. Wunderbar. Andreas Scherer, Hildegard lernt fliegen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Interview und euch alles Sehr Gute. Gerne. Vielen Dank an euch und das ganze Team. Tierisch. Lass mich alleine. Tschüss. Würde ich gerne umarmen. Nein, ich darf. Tschüss. Ich darf noch zum Abschluss eigentlich jetzt was sagen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit jetzt mit den Musikern zu tun gehabt, dieses Jahr zweimal. Zur Jahreswende habe ich
alle kontaktiert, ob sie am regulären Festival spielen möchten. Und Mitte März musste ich sie wieder alle kontaktieren, um herauszufinden, ob sie am Streaming-Festival mitspielen möchten. Die Skepsis war unter anderem spürbar. Dennoch haben alle super toll mitgemacht. Das hat uns total gefreut. Und wir haben, glaube ich, gemeinsam sind wir alle ins kalte Wasser gesprungen und haben ein schönes Festival hingekriegt. Was mich auch besonders freut, ist, dass wir das alles finanzieren konnten. Und weil die Frage immer wieder im Raum stand, ja, auch die Techniker und die Musiker haben ihre zugesagte Gage erhalten. Generell wünsche ich mir in relativ lauten und sehr visuell geprägten Zeiten, dass wir nicht verlernen, einander zuzuhören. Das ist eine Kernbotschaft für mich vom Jazz, von der Jazzmusik. Sie führt zu differenziertem Hören und zu differenziertem Denken. In diesem Sinne allen eine gute Samstagnacht. Wir sehen uns nächstes Jahr zur Schweizer Werkschau wieder hier in Schaffhausen. Vielen Dank.